Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Brave Frontier RPG. Es geht wieder ins Wirbeltor-Geheimnis hier, und zwar Waffengöttin der Gezeiten, Kampfjungfer. Und zwar geht es um... Hier. Es geht nicht mehr länger darum, wer gewinnt oder verliert. Sie will Rache und sie will sie jetzt. Sie hat keine Zeit für diejenigen, die nicht mithalten können. Okay, wir kümmern uns um sie, sehr gerne. Nehme ich mal... Cool. Zwei Amys. Anima. 8400 Leben, ey. Boah. Nehme ich mit. Meine. Das heißt, jetzt haben wir höchst 50% mehr Angriff und 50% mehr Verteidigung. Gib ihr. Ja, ich dachte, die hat 8000 Leben. Wie gemein ist das denn? Ja, wir haben jetzt so eine hohe Verteidigung. Das ist geil. Ja, so ein Mono-Amy-Team. Das wär's doch auch mal, oder? Ich meine, Amy kann jetzt nicht sonderlich viel oder hat auch keinen supergeilen BB oder einen SBB. Aber ich finde sie trotzdem toll. Ich muss noch den SBB von Lunaris und Lyra und... Ne, Lyra, ihr SBB möchte ich nicht, weil das ein Single-Target-Angriff ist, was ich nicht immer so genial finde. Aber Zephyr, den möchte ich haben. Eigentlich müsste ich Lyra zuerst aktivieren, funkenmäßig, damit es mehr PCs gibt. PCs sind übrigens die Battle Crystals, die man braucht, um die Brave Burst Leiste zu erhöhen, zu vervollständigen. So, hier seht ihr es mal. 13 Kombi-mächtiger Donnerangriff gegen alle Feinde und Schatz auf Verletzungs- und Schwächungseffekt. Der normale Brave Burst, oh, die ist, oh nein, jetzt habe ich... Ach, verdammt. Stirb! Ich zeig's euch dann gegen Ende des Levels, was bei jedem Einzelnen dasteht. Wenn du doch mal bitte kurz mal sterben würdest, wie... Hör mal auf hier. Hör mal auf. Ja, super, paralysiert. Ja, ich geb dir gleich paralysiert. Ich geb dir gleich paralysiert, ne? Ja, hör auf jetzt, komm. Hör auf! Na. Ich weiß, ich habe was gegen Paralyse, aber ich will nicht jedes Mal verdammte Items einsetzen, wenn sie unnötig ist. Kosten zu viel Materialien. Ihr wisst schon. So. Gun God Logan. Nee. Gewehr God Louie. What? Ja, wie dem auch sei. Hier bei Zephyr steht zum Beispiel 13er Kombi mächtiger Dunkelangriff gegen alle Feinde und fügt zwei Runden lang einen verbündeten Angriffen einen Verteidigungsüberwindenden Effekt hinzu. Hm, klingt gut. Das dürfte jetzt sitzen. Pass auf, pass auf, pass auf. Das wird richtig hardcore jetzt. Das können die niemals alles einstecken. Erzähl mir nichts. Da seht ihr mal, wie viel Leben er hat. Leck mich fett. Ja gut, unsere beiden Amys hier, die machen nicht viel Schaden an ihm, weil er ja eine Erdeinheit ist und wird Blitz. Also Amy jetzt. Aber der hält ordentlich was weg. Hör auf. Hör auf, stirb. Komm schon. Oh, ja, ist er ätzend. Ja, genau, glänzender Zorg. Kannst du mal aufhören? Ja, ne, danke schön. Super. Und jetzt, stirb! Nimm es wie ein Mädchen und schrei dabei. Wow, der lässt nicht locker, ne? Das ist so ätzend, wenn die so übelst lange Angriffsketten haben, dass du dir denkst, Alter, bist du denn mal fertig hier, ne? Und dann hören die nicht auf, da machen die und machen die und du denkst dir nur, komm schon, darf ich auch mal wieder? Und dann darfst du einmal kurz machen und dann musst du wieder 20 Minuten warten. So, jetzt ist er Geschichte. Yay, wir haben gesiegt, yay. Wow, ich habe gerade wirklich meine Faust nach oben gerichtet. So, ja, wir haben gewonnen. Kriegsschrei. Ja, den müsste ich mal loslassen. So, und euch machen wir One-Shot. One-Shot, One-Shot, One-Shot. Zephyr. Lyra. Aljut. Oh, schaut mal an, wie viel... Das gibt's doch nicht.
Gibt's doch jetzt nicht. Wer hat mich denn jetzt... Sorry, Leute, war ein Anruf. Ich darf das rausschneiden. Toll, klasse, oder? Geil, oder? Wegen der Nummer und so. Ich weiß nicht mal, wer das war. Na gut, nochmal. Ich vergesse es jedes Mal, dass ich zuerst Lyra und so, ne? Lyra und Zephyr. Zuerst Zephyr, dann Lyra. Yeah. Ich sag's dir, wenn du mich nochmal anrufst, bin ich sowas von gestresst jetzt. Kann ja nicht wahr sein, ey. So. Hier ist sie. Gewehrgöttin Zerin. Oder Serin. Schaut cool aus, oder? Mit dem Riesengewehr. Gefällt mir übelst. Hey, da sind sogar super süße kleine Enten bei. Geil. Seht ihr diese kleinen Enten? Diese Küken? Was weiß ich, können auch Hühner sein. Müssen nicht Enten sein, aber ist süß. So, dann starten wir jetzt mal, wie ich es mir die ganze Zeit dachte. Wir nehmen das hier mal in die Hand. Zephyr. Lyra. Amy. Nein, ich wollte Amy nicht. Nochmal Amy, komm. Wusch. Und sie macht jetzt natürlich kaum noch Schaden. Dachte ich zumindest, weil ihre Waffe da oben gebrochen ist. Das heißt eigentlich, dass der Gegenüber weniger Schaden macht. Das heißt, Lyra wäre jetzt eigentlich wieder tot. Das mit den Enten ist so süß. So quietsche Enten, die man zum Baden auch nimmt, ne? Ich will die haben. Gebt sie mir, ich hab sie noch nicht. Gebt sie mir. So, du bist Geschichte. Gib mir. Bitte. Ach, Sauerei, das ist doch unfair. Schade. Ein Versuch war's wert. Ja, letzte Woche waren Feuereinheiten im Dungeon und die habe ich nicht gemacht. Da war ich ehrlich gesagt zu faul für. Einheit verkaufen. Ich habe übrigens mein letztes Juwel verbraucht. Warum auch immer. Nein! Keine Voicemail! Hör auf. Kein Bock jetzt. Darf ich das auch noch ausblenden? Das gibt's doch nicht, ne? Jedes Mal. Oh, wir haben noch einen Schemfrosch. Cool. Aber an wem benutze ich das? Mit diesen Schemenfröschen kann man auch diese Einheiten, die man als Lord bekommt, als Lord-Einheit, also quasi als schlechtestes Element, kann man so ein Ding geben. Und dann? Ja. Zum Beispiel Maxwell oder so. Was ziemlich genial ist. So, verkaufen. Ich weiß, dass ich diesen Schemenfrosch irgendeine Einheit dran getan habe, aber ich weiß nicht mehr welcher. An wem war das? Weiß ich nicht mehr, ehrlich. Verdammt. War das an dir? Weil du bist Brecher, oder? Bist du Brecher? Du bist immer noch Brecher, gut. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich habe nicht im blassesten Schimmer. Ach, die habe ich auch ein bisschen... Nee, habe ich nicht entwickelt. Aber sie ist auch Brecher. Oh, die sollte ich mal ausbauen. Wie du auch sagst, ich sage danke fürs Zusehen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Kombi. Was sind eure Top 5 Einheiten der Zeit in der EU-Version? Doch, würde mich mal interessieren, was eure Top 5 Einheiten sind. Und nicht mal 5-mal Kikuri, ja? Oder 5-mal Alice oder was auch immer. Jedoch, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.